Höft & Wesse ist in Deutschland und Großbritannien führender Anbieter für Hard- und Softwarelösungen. Ich bin nun am Messestand von Höft & Wesse und spreche mit Herrn Jan Skripczak. Herr Skripczak, Sie haben das erste Android-Handheld auf den Markt gebracht. Was kann das Gerät? In der Tat ist es so, wir sind der erste Hersteller von mobilen Terminals in diesem Markteinzelhandel, der Android auf die Geräte gebracht hat. Letztlich ist ein wichtiger Punkt, dass die Nachfrage in diesem Segment sowohl von Kunden als auch von Partnern sehr groß ist. Das Stichwort ist hier Consumer Consumption. Das heißt, private Anwender, die auf ihren Smartphones mit Android arbeiten, erwarten natürlich ähnliche Funktionalitäten auf dem Arbeitsgerät. Und das ist ein wichtiger Grund, warum wir uns diesem Trend auch anschließen und überzeugt davon sind, dass Android ein Erfolg wird. Was können Sie an umfassenden Lösungen bieten? In der Tat ist es auch so, dass wir nicht nur Lieferant von der eigentlichen Hardware sind, sondern natürlich auch von der Umgebung. Das heißt, wir sind Gesamtlösungsanbieter. Welches Potenzial haben Ihre MDEs im Vergleich zu Smartphones und Tablets? Im Vergleich zu Smartphones und Tablets gibt es schon einen gewissen Unterschied. Das heißt, mobile Terminals sind Werkzeuge. Wichtige Punkte oder Kriterien, die sich unterscheiden von den Smartphones, ist einmal die Robustheit. Nach wie vor ist es so, dass diese Geräte einfach robuster sind in dem Umfeld. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Lebenszyklus. Smartphones sind Konsumerprodukte. Konsumerprodukte sind für eine Laufzeit von 6 bis 12 Monaten gedacht. Das heißt, in diesem Zeitraum finden sehr oft Wechsel statt. Endkunden wollen eine Investitionssicherheit über viele Jahre. Das heißt, wir sprechen davon 5 bis 7 Jahre, die ein Endkunde so ein Gerät nutzen möchte. Und das ist ein zweites wichtiges Kriterium, sich für ein mobiles Gerät zu entscheiden. Weitere Punkte sind Scanner-Technologie, Imager, die bei einem Smartphone auch nicht vorhanden sind. Und ein vierter wichtiger Punkt ist die Akkulaufzeit nach wie vor. Die Höft & Wesse AG machte im Jahr 2011 deutliche Verluste. Wie geht es weiter? Also 2011 war ganz klar ein Jahr der Anpassungen. Sicher haben wir in diesem Jahr nicht unsere Ziele erreicht. Dennoch, einer der Gründer, der Michael Höft, ist wieder zurückgekommen in den Vorstand und setzt entscheidende Akzente im Bereich der Technologieentwicklung. Generell sind wir ein international aufgestelltes Unternehmen mit Sitz in Hannover und auch Swinden mit 500 Mitarbeitern, ca. 90 Millionen Umsatz. Internationale Partner und Kunden sind Marktführer im deutschen Einzelhandel und wollen diese Position natürlich noch weiter stärken.